Oh Gott, ihr nimmt mich hier so auf den Arm irgendwo da hier, ey. Ich Meine hab's Güte. nur kurz, um zu zeigen, ja, weil besser irgendwas zeigen, als dann Viertelstunde Standbild zu haben für die Zuschauer. Ja, und da sind wir wieder, die zwei verrückten 27er, wenn man das so ausdrücken kann. Und das ist nämlich der gute Zander. Hallo, schön Und wieder da ja, zu sein. genau, nach einer kleinen schöpferischen Pause, aber rechtzeitig zu der Weihnachtszeit. Wenn es draußen kalt ist, könnt ihr hier warme Simotrans-Lektüre vom Kamin anschauen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht. Oder neben der Heizung. Ja, was gibt's großartig zu tun? Im Moment noch nie so wirklich was. Ich hoffe ja ein bisschen, dass bei mir Radeberg mal wächst. Und ansonsten, dass hier Leipzig mal hier einen Schub kriegt, noch ein bisschen mehr. Ist ja jetzt mit die wachstumsstärkste Stadt auf dieser Map. Radeberg. Kannst du immer noch in den Tunnel glauben, kannst die Stadt löschen, die bringt nichts. Ist mit zwei Städten besser dran. So, ich habe mir erstmal hier die Einstellung wieder getan und natürlich möchte ich sehen, wie meine Finanzen sind. Ja, So. vielleicht Tag-Nacht-Wechsel angucken, auch wenn das nicht so interessant ist. Oh, zwei Häuser leuchten. Wow. Richtig, richtig, das wäre ja auch mal was, so Was ein kann ich nicht machen? Design Ich muss kennen. sowieso warten. Nur warten. So, bei mir sind sogar drei, sechs Lampen, die an sind in dem einen Haus hier. Was ist das? Kein Besitzer? Ja, das ist klar. Links Großeltern, rechts die Familie. Zu Zeiten der Großfamilie war das Zusammenleben hier fest geregelt. Heute wohnen hier insgesamt sechs Familien unter zwei Dächern. Yeah! Dann machen die aber kein großes Passagieraufkommen bei sechs Familien und dann nur zwei Passagieraufkommen. Ja, ein bisschen arm. Ja. Das ist ein Ah. bisschen, ein ganz klein wenig mies. So, Wo ist denn und was es wird drin? schon wieder Nacht. Ist da was drin? Sechs Passagiere, wow. Und dahinter bestimmt null. Ja, war klar. Immer ist es null. Also, Null. ich weiß. Null. Das alles ist null. Okay, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir schalte ich den Tag-Nacht-Wechsel wieder aus, weil mir geht das irgendwie, weiß ich nicht. Ist wie so ein Flackern Das oder ist ja so auch für nur mich. kurz angehabt. Denkst du, ich lasse die ganze Zeit laufen? Oh Gott, ihr nimmt mich hier so auf den Arm irgendwo da hier, ey. Meine Ich hab's Güte. nur kurz, um zu zeigen, ja, weil besser irgendwas zeigen, als dann Viertelstunde Standbild zu haben für die Zuschauer. Das ist wiederum richtig. Das ist vollkommen richtig. Boah, Ja. 12 Sackpost sind unterwegs. Wohin? Inpo. Kommt wieder was für dich. Keine Passagiere, aber Post. Suchen wir doch mal was. Bisschen. Ach, jetzt weiß ich, welchen Bildschirm ich vergessen habe. Ich hatte gar nicht den hier. Der war das. Schön gucken, nach Einwohnern sortieren. Ah, Herne vorne. Noch Wachstum, Leipzig, ui. Nicht so gut. So eine Randstadt, ey. Eine Randstadt. Ich zeig dir gleich, was eine Randstadt ist. Willst du mir drohen oder was? Randstadt, das ist Radeberg, weil da nichts wächst, aber ansonsten ist da alles im grünen Bereich. Sollen wir denn hier? Wenn irgendwo wenigstens Häuser kommen würden, dass ich wenigstens einen neuen Bahnhof bauen könnte. Aber nein. Und dann kommt es wahrscheinlich wieder so schlagartig. Ja, Weißt genau. Bestimmt auch so da, wo man es nicht hin möchte. Na, kommt diesen Monat noch ein Betriebsgewinn? Ich bin mir gar nicht so sicher. Irgendwie wird gerade nichts geliefert, so richtig.
6 Passagiere und 12 Sackboss. Ich probiere hier einfach mal was. Auch meine Kolonne ist unterwegs, hier sind auch 12 Passagiere, dahinter direkt 6. Dann 3 Sackpost. Ui, wenn die ankommen, aber wahrscheinlich nicht mehr diesen Monat. Ist ja Slow Motion. Oh, ich hoffe, man hat das Motorrad jetzt bei mir nicht gehört im Hintergrund, was eben gerade am Haus vorbeigefahren ist. Und ziemlich deutlich sogar gehört. Echt? Und das aber bei zum Fenster. Aber egal. Da lobe ich mir doch Simontrans, wo die Kutschen bzw. die Pferde davon novieren und alles ist gut. Ja, genau. Aber ich glaube, was fährt denn bei mir auf Dresden-Leipzig mittlerweile? 2 Personenkutschen, weil hier warten jetzt 18 Leute nach Leipzig. Oh, was macht die Linie für einen Profit? Die macht eigentlich ganz guten Profit, deswegen werde ich hier noch eine Kutsche draufhauen. Bei so vielen Leuten? So, zack. Und die schicke ich natürlich erstmal nach Dresden. Warum ist das wieder so verschoben? Was soll das? Die scheiß Karte, ich fasse es nicht. Weil ich kurz mal nach links gegangen bin. Was haben wir denn hier? Hier ist wohl irgendwas sein. Ach da. Noch eine Klosterschule. Naja, wenigstens etwas zu tun. Ja. So, die fährt jetzt nach Dresden, wird dann schön voll fahren, das gefällt mir schon mal. Die warten noch auf Leute, die kommen. Wie sieht's denn am Info aus? Wow, Spiel ist nicht mehr synchron, läuft wieder. Fängt gut an. Ja, ne? Das ist genau, der Klassiker. Da bist du wieder im Untergrund oder was? Nein, ach Gottes Willen. Nein. Nein, nein. Ich habe gerade im Info geguckt und gesehen, dass 6 nach Herne wollen. Wahrscheinlich war das der Punkt, wo dann gesagt wurde, hier, nö. Nö. Wir kicken den erstmal, super. So. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Denn ich guck mal. Ups, das war jetzt falsch. So. Wie hier das Ganze in Radeberg aussieht. Irgendwas muss man doch hier mal tun können. Ja, ja. Abreißen. Nee, da warten sogar 6 Passagiere. Aber nicht nach Radeberg. Nee, zur Klosterschule. Zur Herne Klosterschule. Die wollen alle nicht trinken. Die wollen alle gläubig werden. Gläubig. Zack, zack. Oh, fuck. Verklickt. So, wenn man jetzt... Wie weit ist der Monat schon? Na, Hälfte des Monats und wir haben erst nicht immer die Hälfte der Förderung des letzten Monats. Was ist hier los? Leute. Dumm-di-dumm-di-dumm, Kekse. 26 Personen. Warte mal, Via-Menge, dann sieht man das ein bisschen übersichtlicher. Da waren 20 nach Dresden, also Dresden-Leipzig ist schon mal eine gute Verbindung für mich. Und hier, Leipzig-Rathaus, 12 Stück. Okay, ich würde sagen, Leipzig läuft richtig gut. 21,7% Wachstum, jawoll. So muss das leider sein. Bei mir wird auch mal wieder ein Wachstumsschub kommen, aber Leipzig setzt sich ein bisschen ab. Hat sogar gleich mehr, jetzt genauso viele Einwohner wie Herne. Toll. Unfair. Und Radeberg wächst, was ist das denn? Echt? Ja, 0,5 und 136 hatten die jetzt. Oh, da muss ich mir diese Folge rot im Kalender markieren. Definitiv. Das ist ja unfassbar. Eh nur eine, jetzt habe ich schon zu voll. So. Ich glaube, die das hier durchgucken,
Die sind wirklich hart gesotten. Also das sind dann richtige Fans, glaube ich. Ja, von Anfang bis Ende, wenn die das wirklich durchgucken. Dafür schon mal Respekt von meiner Seite. Also das muss man mal sagen. So. Haben wir hier immer noch 20. Die müssen mal ankommen. Das, kann ich die Strecke vielleicht irgendwie abkürzen? Besser so. Hier könnte ich diagonal gehen, das wäre aber auch schon alles. Hey. Ich will den umbenennen. Mach das doch. So. 23,7, die wächst immer schneller, das finde ich doch mal schön. In Ordnung mit den Fahrplänen mache ich mal jetzt. Das bleibt, das bleibt. Jo. Ah ne, das hier. Ja, gleich kommen wir an die 25% ran und Leipzig steigt hier, ich würde sagen, alle halben Minute um einen Einwohner oder so, habe ich das Gefühl jetzt mittlerweile. Das ist doch mal schön. Gleich hat er mehr Wachstum als Bochum. Das gefällt mir gar nicht. Ich will ja kein Saufgelager haben, naja. Nach meiner Tabelle vom Wachstum ist Leipzig mit 24,7 vor Herne mit 15%, dann kommt Dresden mit 10%, Ja. dann Gelsenkirchen mit 4,8 und Bochum und Radeberg jeweils noch dahinter. Ah, der Berg hat jetzt schon Bochum überholt. Was ist da los? Was hast du für einen Cheat gemacht hier wieder? Gar nichts. Das Einzige, was ich gemacht habe, mal so als Test, ich habe sozusagen bei Leipzig ein paar Straßen vorgebaut, in der Hoffnung, dass es dann sich Tick schneller wächst und bis jetzt scheint das ja dem entsprechend vielleicht, aber es sind natürlich erstmal Unterhaltskosten, die ich jetzt drauf bezahle hier. Von daher gesehen, mal gucken, ob sich's so rechnet, wie ich mir das überlege. Ach, Deswegen in habe ich Leipzig, das. ach so. Ja. Bei Radeberg gekommen. Ah, Leipzig. Vielleicht sollte ich die Taktik auch mal machen. Ja, aber du bezahlst die Straßen eben erstmal, ne? Bevor die von der Stadt Das ist übernommen schon werden. klar, natürlich. Solange die nicht so gräulich markiert sind, bezahle ich sie Ja. selber. Ja. Meine Güte hier, jetzt müssten. Wie sind die beladen? 6 von 12. Müllsack. Nicht gut. Immer noch nicht da. Ich habe doch da. Die fahren nicht zur Klosterschule. Die auch nicht. Wo sind die denn? Ah, oh Mann. Was hast du falsch geschickt? Nein. Die sind gerade mal eine Kurve ums Depot gefahren. Dafür deine Kutsche, die im Inpo ankommt, die 6 Personen, die kann sie ja mitnehmen. Drei Post wartend. Klosterschule? Gelsenkirchen-Burgruine. Oh. Hier sind 18, also das fängt dann ja schon ganz gut an. Wir müssen nur halt häufiger hier es schaffen, hin und her zu fahren. Huhuhuhu. 27,2%. Uiuiuiui. Jetzt setzt sich Leipzig aber ein bisschen ab. Ja. Gleich der Schnapszahl von 222 Einwohnern. Haben noch kein neues Häusel, aber ein Stück Straße haben sie schon übernommen. Super. Ja, warum nicht, ne? Aber Das ich habe gehe ich. wieder gen den 1000 minus. Oh, Betriebsgewinn wird diesmal nur Pustekuchen, ey. Letztes Mal, letzten Monat 200 gemacht und jetzt 1400 minus. Ja, das
bei dir kommen sie vielleicht dann doch alle 2 Monate gestaffelt an. Dann machst du halt ein bisschen Gewinn. Und im nächsten Monat machst du wieder Verlust. Deswegen, die Städte müssen jetzt echt wachsen, weil sonst ist irgendwann das Gesamtvermögen dann auch mal aufgebraucht. Ja. Dann können wir wieder von neu anfangen. Aber ich gehe nicht pleite, ich schaffe das schon. Ja, das hast du so oft gehört. Man muss dazu sagen, wir haben schon ein paar Offline-Spiele durch und Präsus ist immer pleite gegangen. das halte ich für ein Gerücht. Ja, ich nicht. Ich sag nur Bildbeweis. Weiß, okay. Schönen Screenshot gemacht, ab Jesus pleite. Okay. Tja, kommt dann manchmal so die Frage auf, ne? Es war nicht so schlimm wie der Engländer, der sich mit Straßenbahnen pleite gefahren hat, aber. Ja, ne, innerhalb von 3 Monaten oder so. Bumm, wo bin ich jetzt pleite? Ah. Das war ein Klassiker. Also den Monat kommt sie definitiv nicht an, aber nächsten Monat gibt es dann den Gewinn dafür. Eben bei mir kommt jetzt auch noch eine Kutsche an mit 6 Passagieren. Die wird dann auch, glaube ich, schon gut gefüllt wieder wegfahren. Von daher gesehen, Dresden, Leipzig ist wirklich, ja, 21 Leute, die wird proppenvoll sein, die Kutsche. Leipzig, Dresden ist im Moment mein Geldbringer. Oh, und da kriege ich noch ein neues Häuschen dazu. Na, das nenne ich nochmal einen Abschluss der Folge. Wo hast du ein neues Häuschen? Leipzig. Das ist jetzt doof. Dabei hat der Herr nur das erste Haus. 30% knapp Wachstum. Das würde ich sagen. Die Folge ist einfach Leipzig Wachstum, Ausrufezeichen. Kann ich so nicht akzeptieren. Ja, aber ich glaube, das wird dann noch bis zur nächsten Folge warten müssen, bis du da die Gegenantwort machst, denn die Folge ist jetzt auch schon ihre 17 Minuten lang. Von daher Ernsthaft? gesehen. Wow, Ja, okay. wie die Zeit vergeht, ne? Gut, dann ja. Würde ich Lass sagen, uns mal ciao. hier einen Cut machen. Genau, und bis es wieder heißt, auf in die Simo-Transfer. Bis dann, ciao. Ciao.